Vorne machen. Hey there und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu. Und Rivaldo, guten Tag. Mit Mario Kart hier und so. Ja, Mario Kart, genau. Ich sehe den Affen. Ich sehe Bowser. Ich sehe den Affen. Ich sehe Toad und dich. Gut, alle guten Dinge sind drei. Wenn wir es diesmal nicht hinkriegen, dann machen wir es off-cam. Dann machen wir off-cam sämtliche Bahnen und dann zeigen wir euch am Ende nur noch Special. Yeah, Special, auch wenn wir da wahrscheinlich noch mehr bluten werden. Als wir jetzt schon bluten. Alter, Gay Mario, das finde ich gerade gar nicht in Ordnung. Ach ne, diese Bahn hat bei mir für einen Lachanfall gesorgt gerade. Ja, ich hab's gemerkt. Nein! Ich wollte gerade sagen, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit abdrifte, weil sonst kriege ich gleich einen grünen Panzer in den Rücken. Ja, ich wollte den nämlich so schießen, dass er über Bande hin und her fetzt. So wie bei unserem Match Race. Ja. Naja, ich kürze aber mal ein bisschen ab. Bowser habe ich getroffen über Bande, über zehnfache Bande. Aber dass ich es geschafft habe, noch so extrem aufzuholen, gerade. Obwohl du schon so weit vorne warst. Ja, das ist nicht übel. Oh nein, Bowser ist hinter dir und vor mir. Du fetter Panzerverschwender da. Wow, jetzt wäre ich fast in den grünen Panzer rein. Erster. Ah, ausgewichen. Aha, ausgewichen. Wie das bei mir aussah. Bei mir sah es auch geil aus. Wie der Panzer einfach nur hin und her fetzt, ey. Och man. So, und jetzt wird's wieder schlimm für mich. Ich rechne mit dem 8. bei mir. Mal schauen, wie es ausgeht. Es geht scheiße aus. Fuck, ganz knapp daneben. Ich habe irgendjemanden getroffen. Ja, irgendwie, keine Ahnung, wer das war. Oh Mann, Peach, du bist doch so eine dumme Kuh. Es muss wirklich jedes Mal sein. Hat sie dir vor die Dingens geworfen? Ja, genau so, dass ich nicht wegfahren konnte. Und die Wirkung hält ja noch so asslig lang an. Okay, für den 5. reicht's gerade noch. Ich hoffe mal, Schwerter läppert sich noch einen Rang drauf. Okay, 4. Gib mir ein Item, was Sinnvolles. Bananenschale. Oh, kacke, letzte Runde. Jetzt darf ich mich ranhalten. Roter Panzer. Okay, ein Pilz. Damit kann ich sogar ausnahmsweise mal was anfangen, wenn es gut läuft. Oh Mann, jetzt wollte ich mich gerade darüber freuen und sagen, yay, damit kann ich sogar was und dann passiert so ein Scheißdreck. Aber immerhin bin ich Zweiter geworden. So, mit Peach gleich auf. Naja, immerhin, das läuft gerade besser als bei den ersten beiden Versuchen. Vielleicht, reicht vielleicht. Ja, alle guten Dinge. Haben sind wir drei, gesagt. Vielleicht. Ja, ja, geil. Okay, ich kann mich mal im zweiten Leben verabschieden. Das ist noch nicht mal die erste Runde vorbei. Ich habe immer so dieses Gefühl, wenn ich in der ersten Runde runterfall und total den Anschluss verliere, dann schaffe ich den 4. Nein. Leben. Ich bin immer sehr pessimistisch. Oh, no's. Hier rutscht man aber auch wie ein Bekloppter. Ja, der Boden ist frisch gewienert. Ich glaube, es heißt gebonert. Keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal. Oh, dieser blöde Pelzkopf. Ich krieg ihn leider nicht ins Visier. Hinter mir hängt Galuigi rum und stört mich.
Jetzt hätte ich mir schon längst einen Panzer um die Ohren gehauen. Falls er überhaupt welche hat. Oh Mario, ich war gerade so schön schnell, ey. Und dann kommt er und meint, BÄM! Ich ramme dich von der Seite! Ich pumpel dich! Toll. Der Geist bringt mir hier gar nichts. Boah, ich bekomme 2 Pilze, ist ja episch. Nein! Jupp, that was bound to happen. Gut, ich gebe auf. Geil. Wer war das jetzt? Das ist nicht mal einen geilen Auftakt. Wer war das jetzt von diesen Schweinen? Boah, weißt du, wie schwierig das ist, nicht ins Mikrofon zu atmen? Mhm. Weiß ich, ich höre dich ja oft genug dabei. Ja, und dabei ist das nicht mehr Absicht. Und du meinst immer so, du atmest ins Mikro. Oh, das tut mir leid. Ja, meistens sagst du, nö, ich atme gerade gar nicht. Das ist nicht meistens. Dafür drehst du jetzt... Fuck! Die Tatsachen. So ein bisschen, minimal. Ja, zu 80% sagst du das. Gar nicht wahr. So oft ist es noch gar nicht vorgekommen. Ist ja auch egal. Ich glaube, wir versauen es gerade wieder kolossal. Geil, ich bin durch die Wand gefallen. Geil. Ich bin ja echt voll der Talentbolzen und so. Warum muss dieses Spiel mit den Tinius arbeiten? Das ist doch schwul. In Mario Kart 64 gab es das auch nicht. Ja, das Spiel musste auch noch mit Münzen arbeiten. Mann. Mario 7 gibt es ja auch wieder diese Münzen, aber die sind nur zum Beschleunigen da. Das ist auch voll schwachsinnig. Du brauchst Münzen, um überhaupt schneller zu werden und vor den anderen mithalten zu können. Das ist so eine dumme Idee. Das ist nur so ein schlecht aufgegriffenes Mario. Ich wollte den Affen noch töten. Ich werde dich penetrieren, Affe, oder auch nicht. Ach nein, nicht penetrieren, maletretieren? Keine Ahnung. Maltretieren. Irgendwas mit Malta. So. Yay! Da. Oh cool, ich bin schon wieder beim letzten Leben. Ey, das ist ja echt herrlich. Ich meine, wow, ich bin ja nicht kurz davor, wieder abzunippeln. Nein. Oh ja, toll. Das gibt's nicht, ey. Schön ist es, auf der Welt zu sein, sprach der Yoshi zu dem Koopalein. Ah. Hier sind zu viele Blöcke im Weg und zu viel Abgrund und zu wenig Strecke. Ich vermisse irgendwie die Alternate Tracks. Ja, da war alles wenigstens noch etwas großzügiger geschnitten. Jupp. Da waren die Strecken etwas cooler. Das ist ja kein Wunder, dass das Pro Edition heißt, weil hier sind so viele Ecken und Kanten, an denen man vorbei driften muss. Ich glaube, das meint mit Pro Edition, dass es hier so voll. Für die Vollprofis ist die das hier voll drauf haben mit den Kurven. Aha. Anderweitig kannst du ja kaum Zeit sparen. Bei Alternate Tracks, da war diese eine Wasserstrecke so cool, die sich in zwei aufgeteilt hat. Bei dem man so übelst cheaten konnte, wenn man eine Feder hatte. Oh mein Gott, dass die Prinzessin nicht für sie töten. Was? Du hässlicher Drecksack von einem Schildkrötenträger. Nein, warte. Falsch. Panzer-Schildkröten-Dings. Also nicht du, sondern dein... Großvater. Los! Ja, du kannst jetzt schon aufgeben. Ich weigere mich aufzugeben. Ich kämpfe bis zum letzten. Warum auch immer. Ich hab's einfach so. Mit etwas Glück könntest du noch den achten schaffen.
Echt? Wow, okay, ich streng mich jetzt voll ein, dass ich noch in Achten reinkomme. Ich meine, bam, ich bin Achter. Oh ja, hast du das gesehen? Niemand ist besser wie ich. Och Mann, ey. Oh, ich bin schon tot. Na, so ein Ding. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Oh mein Gott. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diesen fetten Affen hasse? Ja, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal irgendwo. Banane brauche ich nicht. Ring, 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 ring. Vegeta Phone. Ich habe den Tod damit getroffen. Der hat sich gedreht, das habe ich genau gesehen. Episch. What the fuck? Ich schaue gebannt zu. Toll, ich war so schnell. Ich war so gut und kaum knallst du irgendwo gegen. Hast du verschissen. Ja, dann bist du raus und dann wirst du nicht mehr. Kannst du es eigentlich schon vergessen. Dass die Pilze hier im Emulator wie Defibrillatoren klingen. Dieses... So in etwa klingt die. Das Geräusch, wenn du die einsetzt, das ist voll krank. Oh, oh, das klang jetzt normal. Ja, das war auch sehr normal, das Geräusch. Kann man den vierten überhaupt noch retten? Nein, Alter, wie ist ein Game Mario vorne? What the fuck? Du fährst in die falsche Richtung, habe ich den Eindruck. Ja, nur um das zu machen. Ich wollte den Tod noch abschießen. Dritten Game Over aus. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf das Spiel. Geht mir irgendwie so ein ganz klitzekleines bisschen ähnlich. Das war euer Keanu und... Ryo Hayato. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.